Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Es ist ein November-Nachmittag. Wir haben jetzt 15.20 Uhr. Ich bin in Koblenz. Wie gesagt, mein Sohn hat heute Elternsprechtag oder Elternsprechnachmittag und meine Termine sind so schlecht bei den Lehrern verteilt von 15 bis 19 Uhr, dass ich mal die Fotoausrüstung mitgenommen habe und hier runter an den Rhein gegangen bin, weil die Schule ist nämlich ganz in der Nähe vom Rhein. Und da habe ich mir gedacht, das Wetter hat auch schön aufgeklärt, ist ein bisschen sonnig geworden. Wir haben zwar 5 Grad, aber da habe ich mir gedacht, machst du direkt mal Koblenz-Vlog Nummer 8 draus und deckst mal die Ecke. Da hinten ist die Pfaffendorfer Brücke. Wir sind jetzt hier jenseits der Pfaffendorfer Brücke. Von der Pfaffendorfer Brücke bis hinten zum Oberwert ab. Und ja, glücklicherweise hat sich das Wetter wirklich gut entwickelt. Und ich denke mal, ich kann ein paar schöne Cinematics für euch machen, ein bisschen irgendwas erzählen. Und um 17 Uhr, also in knapp anderthalb Stunden, habe ich den nächsten Termin bei der Deutschlehrerin. Der erste Termin war ganz positiv und ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Hofft ja jeder, alle Eltern hoffen ja, dass sie zum Elternsprechtag gehen und dann nicht wieder schlecht gelaunt wiederkommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um das schöne... Die schöne Ecke von der Pfaffendorfer Brücke bis zur Halbinsel Oberwert. Na, auf der anderen Seite seht ihr gerade Pfaffendorf. So. Und da hinten ist die Pfaffendorfer Brücke. Den letzten Koblenz-Vlog habe ich ja sozusagen an der Pfaffendorfer Brücke bzw. am Weindorf enden lassen. Und das war Koblenz-Vlog Nummer 7 und jetzt Koblenz-Vlog Nummer 8 beginnt sozusagen an der Pfaffendorfer Brücke und endet hinten an der Horchheimer Brücke oder auf dem Oberwert, auf der Halbinsel oder Insel Oberwert, sagt man, da wo das Schwimmbad ist. Da ist auch das Stadion, wo die TuS Koblenz spielt und Rot-Weiß Koblenz. Und mal sehen, was ich für schöne Cinematics machen kann. Und ich habe auch die Sony dabei und Stativ. Vielleicht gibt es auch ein paar schöne Fotos. Mal schauen, was da kommt. Bis später. So, befinde ich mich gerade hier jetzt auf dem Platz, wo normalerweise Pretzers Biergarten ist. Ein schöner Biergarten, wo die Studenten auch von der Uni immer hingehen. Und im Sommer sitzen wir hier eigentlich ganz schön. Ich drehe mich mal mit Blick auf den Rhein. Und im Hintergrund, da gehen wir jetzt mal gerade hin, da ist das Café Rheinanlagen. Das ist sozusagen ein Lost Place. Das hat zu, das war früher immer rammelvoll. Wie gesagt, hier war immer die Hölle los. Waren ziemlich viele Besucher immer hier im Café. Aber die haben zugemacht und bis jetzt hat sich noch kein neuer Besitzer gefunden, um dieses Café hier, können wir reingucken. Ja, kann man nicht allzu viel sehen. Um dieses Café wiederzubeleben, eigentlich sehr gut gelegen. Und hier vorne sieht man dann auch noch, wo das Orchester früher gespielt hat. Die sozusagen Orchestermuschel. So hier. Kann ich mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, war immer hier alles voll. Da spielte irgendwie so eine Streichmusik oder so ein Blasorchester. Und wie gesagt, das ist alles nicht mehr. Ne? Wie gesagt, wird immer weniger und gerade hier die Ecke Richtung Südstadt, Oberwert, wird ein bisschen vernachlässigt. Gerade durch die Buga ist halt doch der Kern der Stadt schon ein bisschen bevorteilt. Gut, wir gehen mal weiter. We'll be right back.
So Leute, man nennt das auch hier Kaiserin Augusta Anlagen hier unten. Hier ist oder war oder ist im Sommer schon mal, ja, so ein bisschen Treff von Obdachlosen, ein bisschen Drogenmilieu und so weiter. Hat die Stadt schon mal Probleme gehabt? Ich weiß nicht, wie das momentan aussieht. Bei den Temperaturen ist das natürlich eher nicht so. Aber wie gesagt, ist ein kleines Problemfeld hier in Koblenz. So, und da hinten seht ihr auch schon die Halbinsel Oberwerth. Da geht hier so ein Arm rein und da ist das Schwimmbad und da wird gerudert. Da ist, glaube ich, auch so ein Ruderclub. Und ja, da gehen wir mal weiter und dann machen wir ein paar schöne Cinematics. So Leute, jetzt stehe ich direkt hier in der Lache, so der Rheinlache sozusagen. Und ihr seht schon hier, wenn ich mich mal so ein bisschen rumdrehe, immer noch hier, wo ich normal jetzt stehe, würde ich mit ungefähr bis hierhin zum Wasser stehen. Also so niedrig ist das Wasser vom Rhein noch, weil es gibt einfach keinen Regen und das ist echt mittlerweile ein Problem. Und ich hoffe nicht, dass es uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Nichtsdestotrotz hat man natürlich jetzt mal die Möglichkeit, hier runterzusteigen und ganz andere Perspektiven zu haben. Kommen wir ein bisschen näher zu den zwei, ich glaube Nilgänse sind das, und hat einen schönen Sundown über zwischen dem Oberwerth und dem Rheinufer. Und ich guck mal, gibt bestimmt noch ein paar schöne Cinematics, die ich jetzt machen kann. Lauf mal ein bisschen noch hier lang, wo ich normalerweise nicht lang laufen kann. Hier ist allerdings ein bisschen matschig. Auf der anderen Seite sind auch ein paar Schiffe. Schiffe sind auch ein Thema am Rhein momentan. Wie gesagt, die können momentan maximal ein Viertel der Ladung aufladen, weil das Wasser so niedrig ist und es ist kein Regen in Sicht. Und wenn jetzt der Frost anfängt und aus den Alpen auch nichts kommt, dann Mahlzeit. Mal sehen, wie das weitergeht. So Leute, ich stehe hier so auf so einem Anlegeteil, direkt hinter mir die Insel Oberwerth. Schöner Sonnenuntergang übrigens, habe ich gerade ein paar Fotos gemacht und ein bisschen gefilmt, im Hintergrund Pfaffendorf.
Und dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Koblenz-Lok Teil 8. Die Kaiserin Augustus-Anlagen bis zur Halbinsel Oberwerth, die Lache. Ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Cinematics. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal auf die Uhr. 15:45, 17 Uhr ist der Termin in der Schule bei der Lehrer, bei der Deutschlehrerin. Ich hoffe mal, dass da auch positive Nachrichten kommen. Wie auch immer, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst Kommentar da, liked das Video und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, behaltet es nicht für euch, schreibt es in die Kommentare, konstruktive Kritik ist immer erwünscht und dann sehen wir uns bald wieder auf meinem Kanal Franks Vlogs mit einem kleinen Schwenk nochmal hier mit der herrlichen Stimmung. Einmal rund und wieder zurück. Dann sehen wir uns bald wieder auf meinem Kanal Franks Vlogs. Macht's gut, haut rein, bleibt wie ihr seid. Ciao, ciao.